Legislatur ist jetzt ja zur Hälfte um. Und das bedeutet, es ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, mal Bilanz über die Arbeit zu ziehen. In der 22. Wahlperiode haben wir 280 Anträge gestellt. Wir müssen das aber auch in Relation setzen, ohne dass ich jetzt erstmal inhaltlich drauf eingehe, in Relation setzen zu den Abgeordneten, die wir haben. Wir sitzen ja im Moment mit 6 Abgeordneten, das ist ja gar kein Verhältnis zur CDU, zur SPD. Und wenn Sie das so runterrechnen pro Abgeordneten, dann stehen wir eigentlich an der Spitze mit 47 Anträgen noch vor der CDU mit 36 Anträgen. Und das gleiche Bild oder ein ähnliches Bild auch bei der Zahl der kleinen Anfragen. Da haben wir 1074 kleine Anfragen gestellt, 24 große Anfragen. Und auch hier wieder 179 pro Abgeordneten. Das heißt, wir sind da auch besser als die Linke. Nun ist das natürlich so, dass nicht die Zahl der Anfragen alleine zählt. Ja, ich kann ja Anfragen nach allem möglichen wichtigen oder weniger relevanten Zeugs stellen. Es kommt ja auch immer darauf an, was wir machen. Das Gleiche wie bei den Anträgen. Ich darf aber mal darauf verweisen, dass einer unserer ganz wichtigen Anträge, nämlich den Chinesen keinen Zugriff auf den Hafen zu gewähren, dass der seinerzeit abgelehnt wurde von den Senatsfraktionen. Und nun hat Herr Habeck genau das wieder aufgegriffen und hat den Chinesen sozusagen den Zugriff zum Hafen versperrt. Und das sehen wir eigentlich auch als Erfolg der Weitsichtigkeit unserer Arbeit. Wir haben ja nicht nur in der Bürgerschaft zu tun. Wir sind ja nicht nur im Parlament unterwegs, sondern wir haben auch andere Veranstaltungen. Das gehört dann auch nochmal zu einer Leistungsbilanz. Und zwar führen wir, wie Sie sicherlich wissen, auch diese Veranstaltung Fraktion im Dialog durch, unmittelbar nach den unverhältnismäßigen Corona-Sperren sind wir wieder angefangen. Wir haben die großen Säle im Rathaus regelmäßig voll. Wer da von Ihnen ab und zu dabei ist, der weiß das. Wir haben aber auch ein weiteres Programm aufgelegt und das nennt sich Fraktion vor Ort. Das heißt, wir gehen nach draußen, wir haben so wunderbare große Zelte, wir haben diese Windfahnen mit AfD-Fraktionen, waren jetzt bereits in Wandsbek, waren in Bergedorf und zuletzt in Altona und haben dort vor Ort, da stellen sich dann auch in der Regel unsere Abgeordneten vor, haben dort vor Ort einen massiven Zulauf, gerade auch von Menschen, die besorgt sind über Inflation, die auch besorgt sind über die Sanktionen, die Deutschland halt gemeinsam mit den westlichen Staaten gegen Russland verhängt haben. Was also gleich bleibt, das ist die Kritik auch von Hamburg aus an der Europolitik. Wir alle wissen, dass jetzt im Rahmen dieser immensen Inflation, auch im Rahmen dieser massiven Finanzierung der südeuropäischen Staaten durch Deutschland, die Frage des Euro wieder aktueller ist denn je. Insbesondere die grüne Inflation kommt hier natürlich auch zum Tragen. Dann sehen wir unseren ursprünglichen Bereich wie die Flüchtlingspolitik im Moment neben der Energiepolitik, zu der ich gleich noch komme, wieder ganz vorne. Frau Leonhardt hat ja kürzlich deutlich gemacht, dass das Hamburger Hilfesystem in naher Zukunft überfordert sein wird. Wundert mich auch nicht. Wir haben über 1 Million Ukrainer in Deutschland. Dazu kommen mittlerweile oder bis zum Jahresende ungefähr 200.000 Flüchtlinge, insbesondere aus dem Bereich Afghanistan und Syrien. Wir wissen, die Drehscheibe ist der Balkan. Und was mich wundert, ist, dass jetzt Frau Faeser deutlich gemacht hat, dass sie den Balkan dort mit großer Sorge sieht. In der Vergangenheit ging es Frau Faeser ja eher nicht darum, Zuwanderung zu begrenzen, sondern Zuwanderung auszuweiten. Und wir werden hier in der Bürgerschaft weiter darauf drängen, dass Abschiebungen stattfinden. Wir drängen den Senat zu einer Abschiebeoffensive und es kann nicht sein, dass alle Geduldeten bleiben sollen. Da ist die Meinung und Auffassung der Bevölkerung auch relativ klar. Und wenn Frau Baerbock im März 2022 noch gesagt hat, es befinden sich 8 bis 10 Millionen Binnenflüchtlinge in der Ukraine und, sagt sie dann noch, und wir werden sie alle aufnehmen, dann fragt man sich natürlich, ist das jetzt purer Größenwahn? Das ist sicherlich eine der Ursachen, warum auch Hamburg jetzt mit Flüchtlingen wieder voll läuft.
Wir wissen ja auch alle, dass das EASY-System hat Hamburg jetzt im Zugang gestoppt. Das heißt, im Moment gibt es da keine weiteren Aufnahmen. Was wir aber massiv kritisieren, das sind insgesamt die weiteren freiwilligen Aufnahmen von Flüchtlingen, von Asylbewerbern aus den EU-Randstaaten, zu denen sich Deutschland verpflichtet hat. Das kritisieren wir ganz massiv. Wir waren immer der Auffassung und haben auch stets darauf hingewiesen, auch mit Anträgen, dass die Schließung von Moorburg, das vom Netz nehmen von Moorburg, grob fehlerhaft ist. Möglicherweise sogar sowas wie Sabotage an der Hamburger Energieversorgung. Das muss man einfach ganz deutlich sagen. Wir können nicht zwei Blöcke vom Netz nehmen, die insgesamt 1600 Megawatt Leistung generieren, wenn wir dagegen halten, dass beispielsweise ein Windrad, ein modernes Windrad, nur 5 Megawatt Leistung generiert. Wenn man das 1:1 überträgt, dann kann man klar sagen, da wo Windkraft konventionelle Kraft erzeugen will und muss, brauchen wir ungefähr das 500-fache der Fläche. Und das ist eine Flächenversiegelung, die hier überhaupt nicht mehr vertretbar ist. Was wir auch nicht verstehen, was wir auch ständig angehen, das sind diese Forderungen beispielsweise, Kraftwerke, Atomkraftwerke abzuschalten. In der letzten Bürgerschaftsdebatte ist es ganz deutlich geworden, wir fordern den Weiterbetrieb derjenigen Kernkraftwerke, die jetzt im Moment noch in Betrieb sind, und wir fordern die Wiederinbetriebnahme der 3 Kernkraftwerke, die im letzten Jahr abgeschaltet worden sind. Da befinden wir uns auch im Einklang mit der Handelskammer, die das ja auch gefordert hat. Diese Übergriffigkeit des Staates haben wir von Anfang an kritisiert, die überhaupt nicht mit der selbstbehaupteten Hamburger Liberalität und Toleranz aus unserer Sicht zusammenpasst, sondern ganz im Gegenteil, die Freiheitsrechte der Bürger einschränkt, verschärfte Corona-Regeln wiederholt von uns zum Thema gemacht in Anträgen. Wir haben frühzeitig schon das Thema Impfnebenwirkungen adressiert, welches ja erst dann nach und nach in die Öffentlichkeit gerückt ist. Wir haben Beratung für Betroffene von Corona-Nebenwirkungen beantragt und kritisiert die Bußgeldeinnahmen, die der Staat generiert wegen Verstößen gegen Impfpflicht. Ein Thema war dabei auch das Thema Maskenpflicht in den Schulen, wo wir frühzeitig die Lockerung von Maskenpflichten jedenfalls am Platz gefordert haben. Inzwischen ist es ja durch verschiedene Untersuchungen rausgekommen, in welchem Maße gerade Grundschüler, Schüler der ersten Klassen leiden und in ihrem Sozialverhalten Schäden erleiden dadurch, dass sie die Mimik und so weiter der Lehrer und der Mitschüler nicht haben mitbekommen können. Einen Punkt möchte ich ansprechen, ganz jung, Thema Gesundheit. Wir haben in einer kleinen Anfrage, die erst jetzt mit etwas Verspätung mit der Antwort in die Datenbank aufgenommen wurde, das ist die Drucksache 9286, zur kritischen Infrastruktur für den Fall des Blackouts nachgefragt. Und da sind sowohl interessante Erkenntnisse zum Thema Polizei und Feuerwehr, aber auch zu den Krankenhäusern herausgekommen. Jedes Hamburger Krankenhaus hat Notstromaggregate. Diese können aber nur einen Tag lang betrieben werden. Danach muss Treibstoff nachgeliefert werden und der vorgesehene Treibstoffnachlieferung, der genügt gerade mal für 3,5 Tage. Da stellt sich eine ganz enorme Gefährdung der Gesundheit der Bürger der gesamten Stadt dar, angesichts einer unzureichenden Notfallplanung, die wiederum durch die, das klang schon an und wird, glaube ich, nochmal Thema sein, durch die Energiepolitik des Senats geradezu sehenden Auges mit heraufbeschworen wird. Besonders gefährlich ist ja die Situation auch bei den Trinkwasserbrunnen. Auch das kam heraus bei dieser Anfrage. Von den 83 städtischen Trinkwasserbrunnen, die wir haben,
sind nur 30% mit einer Notstromanlage ausgerüstet. Trinkwasserbrunnen, das sind jetzt nicht die Brunnen, die im Rathaus stehen und da rumplätschern, sondern das sind die Brunnen, die halt die Stadt mit Trinkwasser versorgen. Und das ist schon eine ziemlich dramatische Situation. Komplex pur cum ex. Wir waren die, nach meiner Erinnerung, Ersten, die einen Untersuchungsausschuss beantragt hatten zur Cum-Ex-Affäre. Keineswegs lediglich CDU und Linke. Auch wenn unser Antrag damals dann aus bekannten Gründen von den anderen Fraktionen so nicht angenommen wurde. Wir haben dabei mehrfach auch uns eingebracht, haben auf die Unzulänglichkeiten in der Hamburger gesetzlichen Lage zum PUA-Gesetz hingewiesen. Beispielsweise die Tatsache, dass der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, welcher ein Fehlverhalten von SPD-Politikern vorrangig zu untersuchen hat, selbst von der SPD gestellt wird, in dem Fall auch noch einem Mitglied des geschäftsführenden Landesvorstands, welcher in dieser Funktion damals auch für die Annahme von Spendengeldern der Warburg Bank mitverantwortlich war. Wir haben in dem Zusammenhang Änderungsvorschläge zum PUA-Gesetz gemacht und beantragt. Wir haben Befangenheitsanträge gestellt gegen die Mitglieder des PUAs, die gleichzeitig über die Spendenannahme durch Warburg entschieden haben. Wir haben auch jetzt wiederum in der derzeitigen Situation den PUA-Gegenstand nochmal beantragt zu erweitern, um Spenden nicht nur an die SPD, sondern auch an die CDU und an die FDP, die auch von Warburg Spenden beglückt wurden. Das ist derzeit Thema im Verfassungsausschuss zusammen mit einer Erörterung des Erweiterungsantrags zum PUA-Geschäftsgegenstand von CDU und Linken. Wird heute Nachmittag mit einer Anhörung im Verfassungsausschuss behandelt werden. Und dann werden wir, der Verfassungsausschuss in 14 Tagen wird Beschluss fassen und dann die nächste Bürgerschaft danach über den PUA und die Erweiterung, Modifikation des Gegenstandes oder eine Neueinsetzung eines weiteren PUAs zum Thema HSH Nordbank befinden. Dort sind wir, obwohl wir da nur mit einem Abgeordneten als Hauptvertreter vertreten sind, auch nach wie vor engagiert und intensiv dabei, weil das eine wesentliche Oppositionsarbeit ist. Seitdem es die AfD gibt, dass wir Kernkraftwerke weiterhin brauchen und diese Schnapsidee vom Bürgermeister, jetzt in Naturschutzgebieten Windräder zu bauen, ich hatte das in der Bürgerschaft bereits ausgeführt während einer Rede, dieses Naturschutzgebiet verdient dann gar nicht mehr den Namen Naturschutzgebiet. Wenn Sie dort nur ein Windrad reinbauen, ich habe das ausgeführt, Sie müssen 40 Pfähle 10 bis 15 Meter tief in den Boden rammen. Sie haben dort 80 bis 100 LKW oder Betonmischerladungen, um den Boden zu verfüllen. Ja? Sie müssen sehen, jedes Vierteljahr fährt ein ganzer Tanklastzug mit verbrauchtem, schmutzigen Schmieröl, dieses Öl aus diesen Rotoren ab. Wir haben ja auch diese Methan- oder diese Treibhausgaskonzentration in den Steuerkästen der Windräder. Schwefel, Hexafluorid, SF6, das ist ein klimawirksames Giftgas, was stärker in Deutschland freigesetzt wird, als durch den gesamten innerdeutschen Flugverkehr Treibhausgase emittiert werden. Und was uns daran eigentlich so bitter aufstößt und was wir auch immer wieder deutlich gemacht haben, ist die generelle Verlogenheit der Politik, die all das Schädliche dieser sogenannten regenerativen Energien überhaupt nicht dem Bürger auch mal erläutert, sondern hier werden Dinge schön geredet, die überhaupt nicht schön zu reden sind. Jeder, der ein bisschen technischen Sachverstand hat, der weiß, wie gering die Energiedichte von Windenergie und auch von Sonnenenergie ist. Ich hatte vorhin gesagt, für den Ersatz konventioneller Energie brauchen Sie bei Windkraft den 500-fachen Flächenverbrauch wie bei einem konventionellen Kraftwerk. Bei Sonnenenergie ist dieser Flächenverbrauch noch wesentlich höher. Und das stößt uns halt auf und das werden wir auch immer bekämpfen, sondern wir sagen, Industriestaat, der braucht einfach eine gesicherte
Energieversorgung, Stromversorgung. Und wir haben auch deutlich gemacht, wofür wir jetzt bei den Sanktionen stehen, auch hier in Hamburg, dass wir beispielsweise die enormen Energiereserven, die Gasreserven unter der norddeutschen Tiefebene, dass wir die anzapfen möchten. Und zwar deswegen, weil es ja nicht sein kann, dass wir schmutziges LNG-Gas aus den USA importieren, aber das eigene Gas, was wir haben und was gefördert werden würde, unter erheblich größeren Umwelteinschränkungen. Das heißt, unsere Maßstäbe sind ja wesentlich komplexer als in den USA. Das heißt, die Förderung hier wäre nicht so mit so viel Umweltbilanz oder schmutziger Umweltbilanz verhaftet, wie beispielsweise in den USA. Und wir haben so viel Energie unter der norddeutschen Tiefebene, dass da ungefähr der 40-fache Jahresverbrauch Deutschlands sichergestellt werden könnte. Und um das ganz deutlich zu machen, wir haben auch immer in Hamburg gesagt, dass Sanktionen, die uns mehr schaden, als dass sie Russland schaden, aufzuheben sind. Und dazu stehen wir auch im vollen Umfang. Das heißt, wir sind dafür, dass wir Putin zum Schwur bringen und sagen, bitte schön Nord Stream 2 in Betrieb nehmen. Es kann auch nicht sein, dass wir Sanktionen verhängen und Gazprom mehr Gewinn macht als je zuvor, dass der Rubel stärker ist als je zuvor. Diese Sanktionen gehen nach unserer Auffassung alle nach hinten los. Wir waren die Ersten, die darauf aufmerksam machten, dass im Koalitionsvertrag Hamburg Nord ein Einfamilienhaus-Bauverbot praktisch festgeschrieben wurde, was dazu führt, dass junge Familien dann statt in Hamburg sich niederlassen zu können, die ein Einfamilienhaus beziehen wollen, in das Umland abziehen, in den Speckgürtel gehen und Hamburg verloren gehen. Wir haben mehrfach bei Bebauungsplanverfahren drauf gedrungen, auch Einfamilienhäuser als Teil eines gesunden Mixes mit vorzusehen. Wir haben angesichts des Auslaufs des Baukindergeldprogramms 2020 auf Bundesebene eine Verlängerung und einen Ersatz auf Hamburger Ebene beantragt. Wohnungsbau statt Bauwagenplätzen war noch ein Punkt, um den wir uns mehrfach gekümmert haben. Ein besonderer Schwerpunkt war stets der geplante Stadtteil Oberbillwerder, wo wir im Wissen, dass es wichtig ist, Wohnen, einen Platz für Wohnen zu schaffen, aber kritisieren, wie dort, wie wir es nennen, Wohnungsbau mit der Brechstange, ein Quartier für 20.000 Einwohner auf der grünen Wiese, wo auf bodenmäßig problematischem Grund mit, wir haben das mal durchgerechnet, ich denke, es sind über 1 Million LKW-Fahrten, mit denen da Sand aufgeschüttet werden muss, um erst einen tragfähigen Baugrund zu schaffen, haben da die Anliegen und Sorgen und Nöte dort der Leute mit aufgenommen. Auch die Tatsache, dass dort der Stadtteil im Grunde autoarm bis autolos geschaffen werden soll. Autos nur in wenigen am Rand gelegenen Parkhäusern abgestellt werden sollen, während dann der letzte Kilometer zum Wohnungshaus, zur Wohnung mit Lastenfahrrad oder zu Fuß zurückgelegt werden muss. Das ist unseres Erachtens nicht durchdacht und kann nicht die Lösung für die Zukunft sein. Ja, das ist ja eigentlich auch unser Steckenpferd, dass wir es verhindern, dass in diesem Staat Recht und Verfassungsrecht nur noch aus dem Bauch heraus gemacht wird und nicht mehr nach dem Gesetz oder nach den Grundlagen der Verfassung. Das, was hier an Paritätgesetz angestrebt wird durch die Justizsenatorin, das ist wirklich Hanebüchen. Und das ist unter Verletzung der gewisser Wahlgrundsätze natürlich würde unter Verletzung gewisser Wahlgrundsätze zustande kommen. Es kann nicht sein, dass die Listen zu den Bürgerschaftswahlen, zu den Bundestagswahlen oder wie auch immer, dass die jetzt nur noch paritätisch besetzt werden müssen von Mann und Frau. Das wäre völlig undemokratisch. Und dann müssten einige Parteien, bei denen halt weniger Frauen sich engagieren, müssten sich völlig aus der Politik zurückziehen. Das verstößt auch gegen das Parteiengesetz. Das verstößt eindeutig und klar gegen die Verfassung. Das haben Sie wahrscheinlich mitbekommen, dass wir uns als Fraktion gegen den Versuch von Innenminister Grote
uns in den VS-Bericht des nicht 21, sondern 20 reinzunehmen durch eine Konstruktion und eine Behauptung von einer angeblichen Beschäftigung von angeblichen IB-Mitgliedern, dass wir dort vor dem im einstweiligen Verfahren zu 100% Recht bekamen, dass das im gedruckten Bericht, der Druck wurde deswegen zurückgehalten, über längere Zeit nicht erscheinen durfte, dass wir da Grote auf die Finger geklopft haben, erfolgreich, und dass im VS-Bericht des letzten Jahres, der jetzt in diesem Sommer vorgestellt wurde, die AfD-Fraktion und auch die AfD als Partei überhaupt nicht erwähnt sind, ist vielleicht auch eine Erwähnung an der Stelle wert. Ich glaube, es sind anderthalb Zeilen, wo etwas über einen Flügel gesagt wird, der aber mit uns hier nichts zu tun hat. Zwei, drei Sätze nur noch zum Ausblick. Migration, da halten wir eine, es klang vorhin schon an, Abschiebeoffensive für abgelehnte Asylbewerber für notwendig. Auch und gerade, wenn man Ukrainer hier aufnehmen will, die in einer Notsituation zu uns kommen, müssen wir auch da sozusagen Akzeptanz in der Bevölkerung und den nötigen Raum und Platz auch schaffen. Und in der Familienpolitik, Stichwort Landesförderprogramm für Familien, bestehend aus berufstätigen Eltern und mindestens drei Kindern, ist auch noch ein Aspekt, was wir neben unserer Forderung nach Förderung von Wohnen durch Wohngeld, Subjekt statt Objektförderung, aber das haben Sie auch schon mal gehört, uns weiter auf die Tagesordnung. Das als Ausblick ganz kurz noch und damit.